Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem Webinar Cloud versus Blockchain. Ein Entweder-Oder. Und das haben wir hier insbesondere mit einem Fragezeichen gekennzeichnet, weil ich in den letzten Jahren, seitdem ich mich mit der Cloud-Technologie beschäftige, immer wieder die Frage bekommen habe von Unternehmen und in Gesprächen, ja, wir haben ja schon Cloud und wofür brauchen wir eigentlich die Blockchain-Technologie? Und ich habe meine Kollegin, die Frau Dr. Labes, gebeten, mit mir heute dieses Webinar gemeinsam zu gestalten, weil Frau Dr. Labes ist, ich will das mal so sagen, Expertin für Cloud Computing und genau in diesem Spannungsfeld zwischen Blockchain und Cloud, da möchten wir Ihnen heute einiges zu erzählen. Ich würde mich ganz gerne mal einmal ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Ulrich Franke, ich bin Management Consultant bei der Cassini und ich beschäftige mich seit fast 5 Jahren mit dem Thema Blockchain, insbesondere mit dem Thema, wie kann ich Blockchain gewinnbringend in Unternehmensprozessen integrieren und dort implementieren. Stine, willst du dich auch mal ganz kurz vorstellen? Das mache ich gerne, danke. Ich bin Stine Labes. Ich bin seit mittlerweile über 10 Jahren im Bereich Cloud Computing unterwegs. Habe da vor 10 Jahren eine Promotion zu gestartet, also habe darin promoviert und seit 5 Jahren bin ich mit dem Thema Cloud Computing auch in der Beratung unterwegs. Und es ist ganz spannend, die verschiedenen Unternehmen zu begleiten, an welchen Punkten sie in der Entwicklung und in der Adaptation von Cloud stecken. Und gerade das jetzt nochmal auf die neuen Digitalisierungsthemen zu übertragen, ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Und das soll Cloud die Ausgangsbasis für sein und sich immer weiter in die Digitalisierungsthemen reinentwickeln. Und ja, dieses Thema, also eins dieser verschiedenen Themen, die sich da auftun, werden wir heute gemeinsam beleuchten. Gut, ganz kurz nur zum Organisatorischen, wie wir das Webinar heute gestalten werden. Das Webinar dauert insgesamt circa 45 Minuten. Wir haben eine circa 30-minütige Präsentation geplant. Anschließend haben wir noch 15 Minuten für Ihre Fragen. Und da möchte ich Sie direkt bitten, in die Chat-Funktion immer Ihre Fragen hineinzuschreiben, die Sie haben, auch schon während der Präsentation, sodass wir dann, wenn wir nach einer halben Stunde präsentiert haben, auch auf Ihre Fragen eingehen können. Selbstverständlich schicken wir Ihnen unsere Präsentation als auch den Link zu diesem Video, also wir werden das Webinar aufzeichnen, Ihnen gerne zu. Das werden wir in den nächsten Tagen machen. Dann bekommen Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, so dass Sie die Präsentation herunterladen können und vielleicht auch mit Ihren Kollegen in den Unternehmen diskutieren können, um dann weitere Schlüsse daraus zu ziehen. Also, schreiben Sie Ihre Fragen in Ihren Chat, aber auch darüber hinaus nach dem Webinar stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. Einmal ganz kurz nur, wer wir sind. Die Cassini ist eine Management- und Technologieberatung. Wir sind 2006 gegründet worden. Wir sind eher eine mittelständische Technologieberatung, die auch bevorzugt mittelständische Unternehmen berät. Wir haben rund 220 Mitarbeiter im Beratungsteam und wurden 2006 gegründet. Wir haben dann noch eine Schwestergesellschaft, die sich mit der Programmierung von IT-Lösungen beschäftigt. Das ist also die Aleri und noch zwei kleinere Firmen, die sich um Recruiting und als auch innovative Geschäftsmodelle kümmern. Wir sind an 8 Standorten in Deutschland aufgestellt und ich denke, das sollte eigentlich für Sie erstmal reichen, wie die Cassini aufgestellt ist. Insgesamt kann man sagen, dass die Cassini Beratungsdienstleistungen im gesamten Spannungsfeld der Digitalisierung anbietet. Das kann von der digitalen Transformation über digitale Verwaltungsakte, zum Beispiel in öffentlichen Institutionen und Behörden sein, bis hin zu Digitalisierungsprojekten in Mittelstandsunternehmen, als auch Sourcing-Projekte, als auch IT-Excellence-Projekte oder aber auch, wie zum Beispiel ich selber momentan, ein Cybersecurity-Projekt bei einem großen deutschen Einzelhandelsunternehmen mache. Also das ist so das Spannungsfeld, in dem wir als Cassini unterwegs sind.
Genau, das Wort digital haben Sie jetzt wahrscheinlich ein paar Mal gehört. Nur hier einmal nochmal aufgelistet die üblichen digitalen Themen, mit denen wir sehr häufig unterwegs sind. Aber auch ja, nur ganz kurz gehighlightet, genau die beiden Themen Cloud Computing und Blockchain werden wir heute fokussieren und mal zusammenführen. Schauen, ob dabei was Gutes bei herauskommen kann. Auf dem Weg dahin habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet, um auch den Input von Ihnen vorab abzufangen. Vielleicht haben Sie da auch schon dran teilnehmen können. Ja, ich sehe, da sind sogar schon ein paar Antworten eingegangen. Vorhin auf der Startseite stand es auch schon mit drauf. Ich würde Sie einfach bitten, auf die E-Mail, auf die Webseite zu gehen, www.menti.com, und dort den angegebenen Code eingeben. Und dann können wir uns gleich gemeinsam anschauen, wie Ihre ja, Einschätzungen zu den Themen Cloud und Blockchain und insbesondere in Kombination sind. Das sind jetzt schon so die Antworten, die vorhin eingegangen sind, als die Startseite offen war. Vielleicht verändert sich das Bild ja jetzt nochmal. Ja, wir Das haben sind drei jetzt. Aussagen, genau, zum So, jetzt Thema kommen. Cloud. Genau, kommen noch ein paar. So, wir haben jetzt 22, 23. Ah, jetzt kommen ganz viele Antworten hinein, ja. Eine Frage, dort steht ersetzbare Technologien. Ist damit gemeint einsetzbare Technologien? Dass sie sich eher gegenseitig ersetzen. Der Kollege startete vorhin mit einer Frage, die ihm aus der Praxis begegnet, dass Kunden ihn fragen: Ich habe doch schon Cloud Computing, wozu brauche ich denn noch Blockchain? Und das fand ich auch einen ganz spannenden Aufhänger, als mich der Kollege Ulrich dazu ansprach. Und das soll es einfach anreizen. Also sind die beiden Technologien, die sich gegenseitig ersetzen können. Und ich bin sehr froh über die Antwortentwicklung, zumindest zum ersten Thema, dass da die ja, Zustimmung auf Seiten der Teilnehmer doch eher nicht so hoch ist. Das freut mich. Wohingegen Cloud und Blockchain sind nicht vergleichbar, tatsächlich ganz gut im Mittelfeld liegt. Wir aber auch einen ganz guten Anteil an ja, Zuhörern haben, die für die das Thema gerade in Kombination noch ein neues ist. Und das ja, freut uns natürlich, weil es genau das Feld aufmacht, wo wir uns mit dem Webinar heute bewegen wollen. Ich mache das mal wieder zu und gebe Ihnen genau mal so einen Leitfaden an Leitfragen, die wir uns überlegt haben für das Webinar heute. Aufbauend auf der Anfrage von dem Kollegen, also ja, wenn ich Cloud habe und Blockchain auch zusätzlich brauche, warum und ist das das Gleiche, kann das das Gleiche? Ich fand den Aufhänger sehr spannend und das nutzen wir gerne nochmal, um die beiden Themen miteinander abzugrenzen, uns auch zu fragen, was sie miteinander zu tun haben und wie sie sich gegenseitig beeinflussen können, also sowohl positiv als auch negativ und was vielleicht auch an spannenden Anwendungsfällen und Ideen am Ende dabei rauskommen könnte, wenn man das tut. So Ja. als Einführung. Ja, und dass das Thema spannend ist, zeigt einfach, dass wir über 200 Anmeldungen für das Webinar bekommen haben und fast 100 Teilnehmer jetzt. Also das ist wirklich anscheinend auf sehr großem Interesse gestoßen. Ja, Sine, dann. Genau, steige ich gerne inhaltlich ein. Also wir haben den Inhalt dafür aufbauend in drei große Teile oder Abschnitte gegliedert. Einmal nochmal Wiederholung, Cloud Computing, um es so ins Gedächtnis zu rufen, die Hintergründe zu erläutern, damit man nachher auch ja, entscheiden kann, ob das jetzt irgendwie vergleichbar ist mit Blockchain oder dass die gleichen Use Cases abdecken kann. Zweiter Teil, das Gleiche einmal mit Blockchain zu machen, dabei einen stärkeren Fokus auch auf Use Cases zu legen. Und im dritten Kapitel die beiden Themen zusammenzuführen, zu schauen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und daraus ein Fazit zu ziehen. Und ich starte mit dem ersten Teil, also quasi erster Akt Cloud Computing. Einmal noch eine Definition mitgebracht, mich damit dabei auf das National Institute of Standards and Technology berufen, da das in der Erfahrung in den letzten Jahren doch als das bekannteste Material galt. Und sich eigentlich ja, jeder Mann, der sich mit dem Thema Cloud beschäftigt, auch mit der Definition einhergeht. Und die Definition übersetzt, beschreibt Cloud Computing mit als ein Modell,
wo ich ihr gleich einwerfen möchte. Damit bin ich sehr glücklich, dass da nicht Technologie steht, weil es doch einiges mehr ist als nur einen technologischen Aspekt. Es ist ein Modell, das es erlaubt, bei Bedarf jederzeit und überall bequem über ein Netz auf einen geteilten Pool von konfigurierbaren Rechnerressourcen, also Infrastruktur, Plattform, Software, Ressourcen zuzugreifen und diese schnell und mit minimalem Menschaufwand auf oder geringer Service-Provider-Interaktion zur Verfügung gestellt werden können. Und um noch mehr zu zeigen, dass Cloud Computing nicht nur ein zentrales Speichermedium ist, was mir manchmal entgegengeworfen wird, schauen wir uns die Details dazu gleich nochmal an. Und ja, am Ende werden wir feststellen, dass es doch sehr, sehr allumfassend ist und wie man zum Glück auch häufig hört und liest, als IT aus der Steckdose beschrieben wird. Wenn wir es aber nochmal zusammenfassen, dann bildet sich Cloud Computing auf Basis von 5 grundlegenden Eigenschaften. Das ist einmal ein Service als Self-Service, Selbstbedienungsaspekt. Zugriff auf diesen Service über ein Netzwerk, also nicht mehr lokal. Ressourcen für diesen Service in einem geteilten Ressourcenpool. Der Service und dessen Ressourcen können elastisch nach oben und unten skaliert werden. Und die Ressourcennutzung wird transparent gemonitort. Da steht jetzt noch nicht konkret, muss nach Nutzungsgrad abgerechnet werden, aber zumindest wird es transparent gemonitort. Diese Services, die wir da betrachten im Cloud-Umfeld, sind halt nicht nur Infrastruktur-Services oder nur Speicher-Services, sondern diverseste Infrastruktur-Services wie Compute und natürlich Speicher oder auch Netzwerkleistungen, Plattform-Services, wo man vielleicht einzelne Plattform-Komponenten verorten kann, wenn man sie noch nicht in die Infrastruktur gepackt hat, wie Middleware oder Datenbankkomponenten, aber ganz besonders auch Entwicklungsumgebungen, Entwicklungswerkzeuge, Betriebsumgebungen, also da stark im Plattformgedanken unterwegs, als aber auch natürlich Software, sowohl für betriebliche Anwendungen, private Anwendungen, sehr, sehr breit gefächert. Das macht eine Dimension auf und zeigt schon mal, wie komplex das Thema Cloud Computing eigentlich ist. Um das Ganze dann noch in die stärkere Komplexität zu treiben, kommen die 4 Bereitstellungsmodelle mit dazu, in denen das betrieben werden kann. Einmal die beiden extremer Public versus Private Cloud, also komplett gescherter, als öffentlich gescherter Ressourcenpool oder dedizierter, im kleineren Kreis geteilter Ressourcenpool und verschiedene Mischvarianten. Und dann nochmal Untermodelle in diesen Varianten. Also es zeigt wirklich eine sehr, sehr hohe Komplexität in diesem Thema und macht nochmal klar, dass es sich hier nicht um eine singuläre Technologie handelt, sondern um quasi die Transformation der gesamten IT-Bereitstellung. Und was man sich davon verspricht, also diese Komplexität in Kauf zu nehmen, muss ja irgendeinen Nutzen haben. Und davon verspricht man sich vor allem Performance, Flexibilität, Geschwindigkeit und Sicherheit. Im Detail muss ich da, glaube ich, gar nicht weiter darauf eingehen, weil Sie das wahrscheinlich schon häufiger gelesen haben. Worauf man aber schon eingehen kann, ist, dass das Wort Kosten hier so direkt nicht aufgeführt ist. Es ist zum Glück nicht mehr der Hauptakteur, der mit dem ich in konfrontiert werde auf Kundenwunschseite. Und vor allem Kosten ist ein Thema, was immer im Speziellen geprüft werden muss. Was uns aber auch dazu bringt, dass Kosten vielleicht nicht nur das einzige Thema ist, was speziell geprüft werden muss, sondern sehr, sehr viele andere Überlegungen angestellt werden müssen, bevor man sich Cloud ins Haus holt, um es mal einfach zu sagen, also mit Cloud Computing irgendwas anfangen kann. Und dafür gibt es diverse Voraussetzungen, die zu prüfen sind. Das mal aufgezählt in einer sehr, sehr knappen Liste als Überblick. Wenn man da effiziente Einsatzszenarien sich ableiten möchte, muss man natürlich irgendwie sich strategisch vorab Gedanken machen. Ein Kollege meinte neulich ein wunderschönes Sprichwort dazu, erst grübeln, dann dübeln. Ich fand das sehr gut und musste es leider mitnehmen. Aber dass man sich zumindest auf strategischer Ebene erstmal Gedanken dazu macht, passt die Überlegung zu meinen Make-or-Buy-Entscheidungen, zu meinen Sourcing-Entscheidungen, die ich sonst gerne treffe. Und da kommen dann Fragen zum Tragen, wie zum Beispiel geschäftskritische Anwendungen, wo werden die betrieben? Können die in die Cloud, wenn ja, in was für eine Form? Oder mache ich sowas grundsätzlich lieber selbst, weil es geschäftskritisch ist?
Dann aber auch dieses Thema Informationssicherheit und Datenschutz, was uns natürlich nicht locker lässt. Dürfen personenbezogene Daten in die Public Cloud gelegt werden? Dann aber auch Geschäftsanforderungen, wo ich mich mit den Anforderungen der Fachbereiche beschäftige. Inwiefern sind denn zum Beispiel Antwortzeiten oder SLAs, die mir Cloud-Provider geben können, vereinbar mit dem Geschäft und den Anwendungen, die sie zu vereinbaren haben? Es gibt aber auch natürlich technische Fragestellungen, die man sich stellen muss. Allein wenn ich mir überlege, eine Software soll oft, also eine Software, die gebunden ist an eine physische Maschine, möchte man in die Cloud bringen, da hat man natürlich einige Einschränkungen, die man sich überlegen soll. Oder auch ab und zu noch ein Wunsch, der aufkommt, einen Admin Root Access auf die Infrastruktur. Da gibt es so ein paar Themen, die eher gegen den Cloud-Betrieb sprechen. Aber auch ganz klassische Themen nach der Virtualisierbarkeit, Skalierbarkeit und so weiter sind Themen, die man auf technischer Ebene mal beleuchtet haben muss. Und letztendlich natürlich auch das Thema Kosten, ökonomische Anforderungen, Nutzungsanforderungen, wo man sich das Nutzungsmodell quasi eines Services oder einer Anwendung anschauen sollte, inwiefern denn tatsächlich auch wirtschaftliche Vorteile dafür erzielt werden können in einem Cloud-Betrieb. Und wenn man das Ganze organisatorisch umsetzen möchte, gibt es da sicherlich auch Anpassungen an Prozesse, an Governance, an Verantwortlichkeiten, die analysiert werden müssen, damit tatsächlich auch die Organisation dazu finden, in der Lage ist, diese Flexibilität abzubilden und die Governance auszusteuern. Und wenn man das alles geschafft hat, gibt es auch ganz interessante Use Cases, die sich da aufmachen. Man muss immer unterscheiden, dass einige Einsatzfelder von Cloud Computing eher zur internen Geschäftsprozess oder überhaupt Prozessoptimierung genutzt werden. Das sind sehr, sehr klassisch natürlich Kollaborations- und Kommunikationsservices als Software-as-a-Service aus der Cloud. Klassisch aber auch Entwicklungsleistungen, Cloud-Native-Tools, das wäre ein Plattform-as-a-Service, Betriebsleistungen, also für die Unterstützung von Betriebsleistungen auf Infrastrukturebene, eine Skalierung für einen Katastrophenfall umzusetzen und aber auch das Thema Sicherheit durch Cloud zu optimieren durch zentrales und globales Identity Management zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite die Perspektive, Cloud einzusetzen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Da ist mir in den letzten Jahren auch immer noch häufig begegnet, dass sich eine IT-Abteilung, die sich vielleicht in einem Benchmarking als besonders günstig herausstellt oder auch ein Benchmarking gegen Cloud-Preise mal gemacht hat und sich dann überlegt hat, dann lasst uns doch einfach selber Infrastructure as a Service anbieten. Wir sind ja offensichtlich günstiger, als es Amazon und Microsoft können. Das mag in einem gewissen Rahmen mit anderen Zielparametern, die man sich abgesteckt hat, auch funktionieren. Aber genauso gibt es auch andere Themen, die man entweder als IT-Provider, IT-Abteilung an die Geschäftsbereiche oder vielleicht auch unternehmensextern anbietet auf Geschäftsprozessebene, Softwareebene, Plattformebene oder Infrastrukturebene. Wir werden gleich im nächsten Kapitel sehen, dass es bei Blockchain da sehr viel mehr Use Cases gibt, die wir jetzt auch in dem Webinar fokussiert haben. Allein deswegen, weil Cloud ja schon ein recht alter Hut ist, möchte man fast sagen. Und Blockchain der neue. Also geben wir Blockchain einen größeren Platz, was die Diskussion von Use Cases angeht. Und damit kommen wir dann auch in den zweiten Teil, in den Blockchain-Teil. Und ja, Sine, erstmal vielen Dank, dass du uns nochmal in das Thema Blockchain eingeführt hast. Auch wenn du sagst, es ist ein alter Hut. Aber ich glaube, in ganz vielen Unternehmen ist es ein ganz aktueller Hut, der viel diskutiert wird und auch sicherlich in strategischen Entscheidungen von Unternehmen heute noch im Fokus steht. Also von daher vielleicht technologisch nicht so das Allerhipste, aber sicherlich in Unternehmen noch, in vielen Unternehmen aktuelles Thema. Ja, ein aktuelles Thema ist es vielleicht noch nicht in allen Unternehmen, aber in einigen Unternehmen, und zwar die Blockchain-Technologie. Die Blockchain ist auch noch gar nicht so alt. Von 2008, da hat Satoshi Nakamoto sein Blockchain- oder Bitcoin-Paper geschrieben. Und da geht es im Prinzip darum,
dass man elektronisches Geld, also den Bitcoin, von einer Person, von einer Instanz zu einer zweiten Instanz einfach elektronisch schicken kann. Man muss sich das mal so vorstellen, als könnte man Geld per E-Mail schicken. Ja? Geld, analoges Geld, Scheine kann man sicherlich per Post schicken, indem man einen Geldschein, 10-Euro-Schein, im Briefumschlag steckt und den zur Post bringt. Aber das Gleiche jetzt per E-Mail, Geld per E-Mail schicken, das war schon revolutionär. Und die Blockchain-Technologie ist eben wichtig zu verstehen, dass sie eben keine Technologie im herkömmlichen Sinne ist, sondern eher eine Software-Systematik. Und die möchte ich Ihnen jetzt gleich mal kurz vorstellen. Worum geht es eigentlich in der Blockchain-Technologie und wie funktioniert die Blockchain? Also, ganz einfach gesagt, man spricht ja auch vom Distributed Ledger Technology und Ledger ist nichts anderes als ein Hauptbuch. Und in dieses Hauptbuch schreibe ich alle Informationen hinein. Und Distributed heißt erstmal nichts anderes, dass ich dafür Sorge trage oder dass ich mehrere Kopien des gleichen Buches an verschiedenen Orten halte. Das können zum Beispiel eben bei der IT in unserem Bild hier sind es 4 Server und in diesen 4 Servern, die jetzt zum Beispiel Clouds sein können, ist auf jedem Server die identisch selbe Kopie gespeichert der Daten. Dafür ist es aber extrem wichtig, dass alle Daten, die in diesem verteilten Datenbanksystem oder verteilten Clouds gespeichert sind, alle gleich sind. Dafür benutzt man einen Konsensmechanismus. Das heißt, wenn ich neue Daten abspeichere, muss ich sicherstellen, dass alle Daten dieselben auf allen Servern sind. Und das macht man im Prinzip dadurch, dass man im Prinzip alle in einem zeitlichen regelmäßigen Intervall, zum Beispiel in der Bitcoin-Blockchain, alle 10 Minuten einen neuen Block generiert. Und dieser Block ist durchnummeriert, das sehen wir hier auch in unserem Beispiel. Und diese Blöcke schreiben wir alle hintereinander und zwar alle gleich auf allen Servern, die wir dafür nutzen. Um jetzt eine Kette zu generieren, hat jeder Block auch einen Hash-Value, sprich also eine Prüfnummer. Und diese Prüfnummer ist Bestandteil des nächsten Blocks. Das heißt also, so verkette ich einen Block, also ein Blatt Papier, mit dem nächsten Blatt Papier, das ich dann verteilt auf viele Server, auf viele Cloud-Server beispielsweise ablege. Und damit ich das chronologisch nachhalten kann, bekommt noch jeder Block, also jeder Zettel Papier, den ich dort abspeichere, einen Zeitstempel. So, und das ist im Prinzip schon das Wesentlichste, was man eigentlich zu einer Blockchain verstehen muss. Wir haben also eine verteilte Datenspeicherung. Wir müssen gucken, dass wir auf allen Datenbanken dieselben Informationen haben. Wir machen alle paar Minuten einen neuen Block, verketten diese Blöcke durch eine Prüfziffer, durch ein Hash-Value und stempeln die auch noch, dass wir die nachvollziehen können, wann dieser Block und diese Information eingegangen ist. Gehen wir jetzt auf die nächste Seite. Nachdem wir uns das angesehen haben, wirklich sehr rudimentär erklärt und schauen, was gibt es denn für Blockchain-Entwicklung? Die erste Blockchain-Entwicklung, die sich daraus ableiten lässt, ist, dass wir sehr, sehr sicher Daten speichern können, ja? Weil wir zum Beispiel eben redundant auf vielen Servern dieselben Daten speichern und wir können sie nicht im Nachhinein manipulieren oder verändern, weil sie ja sozusagen über Hash-Werte miteinander vernetzt sind. Das führt dazu, dass wir natürlich auch sehr, dass wir zum Beispiel Assets, also Eigentum, Werte übertragen können, wie zum Beispiel auch Geld oder Immobilien. Der dritte Punkt ist Identity Management, das heißt, jeder in der Blockchain bekommt oder jeder Spieler in der Blockchain bekommt eine digitale Identität, eine Blockchain-Identität. Das werden wir uns gleich nochmal ansehen, wie das genau aussieht. Und jetzt kommt eigentlich so das wirklich Spannende. Die anderen drei sind auch schon spannend, aber jetzt kommt das wirklich Spannende und das sind die sogenannten Smart Contracts. Und Smart Contracts sind eingefügte, eingebettete kleine Programme, die, und da bekomme ich auch immer wieder den Hinweis, ja, das können wir auch in der Cloud machen oder mit traditioneller Technologie. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, warum das in der Blockchain
viel besser geht. Und der letzte Punkt, das sind die sogenannten DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, die autonomen wirtschaftlichen Einheiten oder die autonomen digitalen Einheiten. Das heißt so ein bisschen, wenn wir da viel neue digitale Technologie zusammenbringen, dann können wir, wie mein Kollege von mir mal sagte, kommen wir zu der Hyperautomatisierung von Prozessen. Das sind die 5 Themen, die ich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen möchte. Einmal Secure Data Management. Da geht es darum, dass ich zum Beispiel Dokumente sehr sicher speichern kann, dass ich zum Beispiel Supply Chains und Supply Chain Events sehr sicher speichern kann, zum Beispiel Temperatur oder wo sich die Ware befindet oder ist das Produkt original oder ist es ein Fake kopiert. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Projekt, was IBM mit Maersk Line gemacht hat, das Global Shipping Business Network. Da werden zum Beispiel Schiffsdokumente, wie zum Beispiel das Bill of Lading, welches ein begehbares Wertpapier ist, über diese Plattform gehandelt, transferiert. Also ich kann da zum Beispiel eben Dokumente extrem sicher austauschen, weil es kann nur ein Dokument geben und das wird in der Blockchain sichergestellt. Ein weiteres Beispiel ist der Transfer von Werten und da gibt es auch wieder eine ganze Menge von Use Cases. Sicherlich super spannend ist das Thema Micropayments, das heißt, ich kann Minimalbeträge, vielleicht 1 Cent oder nur 1/10 Cent, kann ich transferieren, ohne dass es Geld kostet. Also der Punkt dabei ist, dass Geld transferieren von einer Partei zu einer anderen Partei kostet kein Geld mehr. Und damit lässt sich natürlich Pay-per-Use-Systeme umstellen. Gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken uns an, was es dort zukünftig alles geben wird. Und der Kollege Sandner von der Frankfurt School of Management, der hat das mal Programmable Money gesagt, also wir können Geld programmieren und das ist wirklich spannend. Wir können in das Geld hineinschreiben, wofür wir es ausgeben wollen. Und da gibt es 2 Stränge, einmal den linken Strang der Zentralbanken. Also es ist absehbar, dass es in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine ganze Reihe von Zentralbankgeld als Kryptowährung geben wird, zum Beispiel auch vielleicht, also wahrscheinlich auch den Euro. Und auf der rechten Seite, das ist privates Geld. Das heißt, jede Institution kann im Prinzip digitales Geld ausgeben. Und das berühmteste Beispiel ist sicherlich der Libra, an dem Facebook schon seit langem arbeitet. Und Transfer of Assets heißt bezahlen. Und ein guter Use Case von Daimler und Commerzbank. Die haben im Prinzip ein LKW so gebaut, dass der LKW als Maschine selber Geld hat, fährt zur Zapfsäule, lässt sich mit Diesel betanken und der LKW bezahlt die Zapfsäule. Und das heißt Machine-to-Machine Payment als eine neue Neuerung, die das man mit der Blockchain machen kann. Gehen wir in den nächsten Bereich hinein. In Identities, das heißt auch hier in unserem Case, der LKW muss ja sich identifizieren und die Zapfsäule muss sich identifizieren. Das heißt, wir in der Blockchain können wir Maschinenidentitäten und Produktidentitäten vergeben, aber auch zum Beispiel Personenidentitäten oder wie es hier das Beispiel von der Deutschen Bahn zeigt, auch Identitäten für Mitarbeiter und so zum Beispiel Zugriffsrechte oder zum Beispiel auch Zugangskontrollen für bestimmte und geschützte Bereiche machen. An diesem Thema Identitäten ist nicht nur die Deutsche Bahn, sondern viele andere dran, weil das einer der Schlüsseltechnologien sind. Und hier ist auch mal ein Beispiel aus vielleicht etwas praxisnäher. Das ist Walmart, die dann über Roboter und Truck- und Container-Identitäten die Supply Chain steuern. Das heißt also auch ein Riesenfeld neben dem Machine-to-Machine-Payment, Machine-to-Machine-Identities. Kommen wir jetzt zu dem wirklich auch sehr spannenden Thema Smart Contracts. Smart Contracts heißt nichts anderes, dass ich in die Blockchain eine Wenn-Dann-Beziehungen definiere und dieses Wenn kann zum Beispiel durch eine Maschine oder ein IoT ausgelöst werden. Das heißt, ich schreibe dort in die Blockchain veränderbare Wenn-Dann-Beziehung hinein und in unserem Beispiel gibt es einen Kunden und einen Lieferanten, die vereinbaren, wenn du 20 Teile produzierst, dann zahle ich dir 100 Euro. Andersrum,
wenn die Maschine 100 Teile produziert hat, dann zahle ich dir 20 Euro und das IoT die Maschine meldet, jetzt habe ich 20 Teile produziert und es ist nicht umkehrbar, diese Vereinbarung zwischen den beiden Parteien einseitig zu verändern. Das wäre beispielsweise möglich, wenn dieser Smart Contract auf dem Cloud-Server einer des Kunden oder des Lieferanten liegen würde. Und das macht den großen Unterschied schon mal aus. Ich habe hier eine Vertrauensbasis zwischen Kunde und Lieferant auf einer dritten Ebene sozusagen, auf die sich beide verlassen können. Kommen wir zum letzten Punkt, zu den sogenannten hier ist nochmal ein Beispiel. Entschuldigung, ich war zu schnell. Hier ist mal ein Beispiel vom Port of Rotterdam. Früher gab es eben eine THC, also eine Terminal Handling Charge. Da hat man einen Pauschalbetrag für einen Container bezahlt. Und heute wird darüber versucht, dass jede Leistung im Hafen einzeln abgerechnet wird. Eine Kranung, eine Umfahrt, eine Zollbehandlung und so weiter. Und das über Smart Contracts und Micropayments wird das abgewickelt. Kommen wir zu den Decentralized Autonomous Organizations. Und da wird auch nochmal wirklich der große Vorteil der Blockchain-Technologie wirklich herausgespielt. Da sind hier dezentrale, autonome Einheiten, die sich selber steuern, die sich selber permanent verbessern. Dadurch, dass zum Beispiel Machine Learning Algorithmen angeschlossen sind, dass zum Beispiel Big Data Analysen oder IoT-Informationen in diese DAO hineinkommen und dann über Smart Contracts ein Regelwerk dahinter liegt, das dann zu einer automatischen und nicht umkehrbaren Handlung führt. Und das ist eigentlich so, sag ich mal, das, was wir in Zukunft anstreben, was jetzt sicherlich noch nicht gegeben ist, aber hier kommen wir in einen extrem hohen Automatisierungsgrad hinein. Gut, das waren jetzt mal auch im Schnelldurchlauf einige Anwendungsbeispiele für die Blockchain-Technologie und vielleicht auch ein Punkt, der, weil Stina hatte das gerade gesagt, Kosten ist jetzt kein Thema mehr bei Cloud, bei Blockchain, jawohl, weil man kann ungefähr, es gibt jemanden sehr berühmten, der hat gesagt, dass sich ungefähr 80% der Prozesskosten durch Blockchain-Technologie einsparen lassen, und zwar dann, wenn Entscheidungsprozesse über Smart Contracts und dezentrale autonomen Einheiten abgewickelt werden. Also Verbesserung der Effizienz, Reduzierung des Risikos, kein Betrug mehr und Reduzierung der Kosten sind die wesentlichen Vorteile der Blockchain-Technologie. Sine, jetzt übergebe ich wieder an dich. Das sind alles so Themen, die sich natürlich indirekt auch mal auf Kosten auswirken. Das kann man für Cloud natürlich auch weiterhin sagen. Man macht selten Sachen, ohne dass es einen wirtschaftlichen Gegenwert hat. Ja. Aber ja, der direkte Bezug besteht da zumindest nicht mehr. Ja, danke. Dann kommen wir damit auch zum dritten Kapitel und schauen uns an, wie die beiden Themen denn jetzt zusammenpassen. Also ich habe den Eindruck nach den beiden Kapiteln, dass das nicht so richtig vergleichbar ist. Und genau das wollen wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Wir haben Ihnen hier eine Abbildung mitgebracht, die es ganz gut darstellt mit einer Zuordnung von Technologien bzw. Themen zu den einzelnen Säulen in der Abfolge der Digitalisierung, der Weiterentwicklung weg von stark manuellen Prozessen hin zu hochautomatisierten, skalierbaren, selbstlernenden und so weiter Themen. Und da wollten wir die Abgrenzung einfach nochmal tätigen, dass wir eher Cloud Computing als die Basis für die digitalen Themen, die besonders auch im Bereich Industrie 4.0 zum Tragen kommen. Also es ist wirklich eine allgemeine Bereitstellung der IT und ein starker Konnektivitätsfaktor, aber alles, die ganzen anderen digitalen Trends, die wir vorhin auch in dem Kreis gesehen haben, bauen eher darauf auf. Und natürlich entwickelt sich das Konzept Cloud auch weiter, aber es bleibt keine einzelne Technologie. Die Use Cases damit sind meistens nicht so spannend und disruptiv. Ganz interessant wird es dann, wenn die anderen digitalen Themen dazukommen.
Und Cloud und Blockchain haben wir jetzt auch einmal gegenübergestellt und uns gefragt, wie können die beiden sich denn gegenseitig beeinflussen? Nochmal kurz zusammengefasst, Cloud Computing als die zentrale Steuerung und Verteilung von allgemeinen Ressourcen und Blockchain als ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk mit auch nichts, hat nichts mit Zentralität zu tun an sich. Kann man natürlich zusammenbringen und wir haben auch mal versucht, die einzelnen Vor- und Nachteile, die beiden in eine gemeinsame Liebschaft einbringen würden, aufzuzeigen und vielleicht nivellieren sie sich gegenseitig auch aus. Also zum einen sind die Vorteile, die Cloud mit in diese Beziehung einbringt, sehr starke Automatisierbarkeit, Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit auf Infrastrukturebene. Dann bessere Integration durch diese Ubiquität, also diese allgegenwärtige Erreichbarkeit von Services durch den Netzwerkgedanken. Und sollte man eine Blockchain aus sich als Service, als fertigen Service aus der Cloud beziehen, hat man da natürlich auch eine kontinuierliche Integration aller neuesten Funktionalitäten, die dann der Provider hinter dem Service da einbaut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein bisschen Intransparenz bezüglich Datenspeicherung, Zugriffsregelung. Da ist halt dieser große Ressourcenpool, in den man häufig nicht reinschauen kann. Man ist stark abhängig von diesem einen zentralen Dienstleister. Und natürlich ist das Ganze auch recht aufwendig in der Integration und im Aufbau von Skills. Also, komplexes Unterfangen. Vielleicht magst du, Ulrich, die Vor- und Nachteile, die Blockchain in die Beziehung einbringt, Ja, nochmal also erläutern. das ist, glaube ich, nochmal der allerwichtigste Punkt, zu sagen, dass die Blockchain-Technologie dadurch, dass sie das durch ihre Architektur eben automatisch Vertrauen schafft, ja, also automatisch durch die Technologie. Das heißt, dass ich hier eine erhöhte Informationssicherheit habe, weil ich eben dieselben Daten auf viele Server verteile. Dadurch kann ich ein Vertrauen zwischen Lieferant oder zwischen Geschäftspartnern generieren und wenn ich dann Smart Contracts dort einbaue, dann kann ich mich auch als Kunde oder Lieferant hundertprozentig darauf verlassen, dass Zug-um-Zug-Geschäfte auch abgewickelt werden. Und das entlastet natürlich auch nochmal sowohl meine Organisation als auch viele andere Prozesse. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass Blockchain-Technologie, da die Ressourcen, mehr Ressourcen eingesetzt werden, natürlich in sich selber auch im Betrieb etwas höher ist. Aber das ist eben genau dieser Punkt, möchte ich und brauche ich höhere Sicherheit. Dann kostet das auch etwas mehr Geld. Genau, gegenseitig heben sich Vor- und Nachteile hoffentlich ein bisschen auf. Also gerade das Thema Kosten-Performance mit der Integration von Cloud-Infrastrukturen durchaus etwas, was zusammenpasst und dieses Vertrauen und Sicherheitsfragestellung auf Cloud-Seite, die sich durch genau die Vorteile von Blockchain optimieren lassen. Also an sich gute Voraussetzungen aus unserer Sicht, da interessante Use Cases für zu finden. Wobei ich, ja. Und genau das ist auch der Punkt. Also es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es geht um ein Als-auch. Das heißt also, es kommt immer genau auf die Architektur an. Und deswegen ist unsere Empfehlung immer mit dem Anwendungsfall, mit dem Use Case zu beginnen. Also genau zu definieren, was ist eigentlich das Problem, was wollen wir eigentlich lösen? Und die Blockchain-Technologie bietet sich eben genau dann insbesondere an, wenn es um Unternehmensgrenzen hinweg geht, also die Vernetzung zu anderen Partnern. Das macht natürlich die Cloud-Technologie auch, aber wenn ich dort Ökosysteme aufbauen will und diese Ökosysteme auch noch automatisieren will. Die Frage, was kann ich mit dieser Technologie machen? Gibt es neue Geschäftsmodelle? Gibt es neue Revenue Streams? Das ist auch was ganz Wichtiges, weil in der Digitalisierung können wir nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch neue Produkte schaffen. Und da sind wir auch mit unseren Kunden unterwegs, um dort neue digitale Produkte zu entwickeln. Und inwieweit muss ich vielleicht auch compliant sein? Inwieweit sind meine Daten sicher oder müssen sicher sein, zum Beispiel auch Patentdaten und andere Dinge?
Und eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen sollte, wenn man über Anwendungsfälle nachdenkt: Gibt es Prozesse oder Anwendungsfälle, in denen schon Dinge digitalisiert sind, aber noch nicht automatisiert? Und also sammle ich irgendwo Daten, analysiere ich irgendwo Daten in Machine Learning oder Big Data Analysis oder wie auch immer. Nur was mache ich mit den Ergebnissen? Und sollen die Ergebnisse dann zu automatischen Handlungen führen? Also unser Fazit ist, dass Cloud und Blockchain komplementär sind und dass es genau auf diese Systemarchitektur angeht, wie kombiniere ich die Vorteile der Cloud-Technologie mit denen der Blockchain-Technologie, sodass ich dann wirklich ganz neue und disruptive Anwendungsfälle finde. Und da sind wir bei vielen Kunden unterwegs, um genau mit den Kunden hier neue digitale Lösungen zu schaffen. Gut, Stine, ich glaube, wir sind durch. Genau, damit sind wir durch und hätten zum Abschied nochmal eine zweite Frage über das menti.com und können parallel schon mal anfangen, die Fragen aus dem Chat zu beantworten. Ich schiebe mal wieder die nach oben, da kommt jetzt so eine Begriffswolke bei raus. Also geben Sie uns einfach Feedback, was Sie für sich jetzt noch mitgenommen haben aus dem Webinar. Und wir fangen parallel schon mal an, die Fragen zu beantworten. Willst du die erste Frage stellen? Genau, ich stelle sie dir mal, weil es eine Blockchain-Frage. Damit die Blockchain ein wichtiger Enabler für das Internet of Things werden? Ja, auf jeden Fall. Also das Problem und die Lösung steckt sicherlich in der Blockchain. Das Problem ist, wenn ich über Internet of Things spreche, dann muss jedes Thing, also alles, was ich damit steuern will, brauche ich ja eine einmalige Identifikation, also eine Adresse, Name. Und das kann natürlich dann die Blockchain-ID sein. Und weil sonst ich das System ja korruptieren kann. Also eine Maschine sendet Daten und diese Daten führen zu einem automatisierten Bezahlprozess. Da muss ich sicherstellen, dass diese Maschine, die die Daten sendet, auch die wirklich und tatsächliche Maschine auch ist und die Daten auch sicher sind. Und das kann ich auch mit der Blockchain-Technologie sicherstellen. Und von daher ein klares Ja. IoT und Blockchain gehören ganz eng zueinander. Welche Piloten neben LKWs kennen Sie bereits auf Blockchain-Thema? Oh, wir kennen ganz viele Piloten, wir kennen auch viele Anwendungen. Ich selber bin seit 5 Jahren in einem Blockchain-Projekt unterwegs bei einem großen Pharmaunternehmen in Deutschland. Wir haben dort entwickelt ein System, um sicherzustellen, dass die Arzneimittel, die dort produziert werden, auch die beim Patienten ankommen, auch die echten sind und nicht, dass gefälschte Arzneimittel die Lieferketten infiltrieren, sodass die Patienten eben wirkungslose oder schädliche Arzneimittel bekommen. Also das ist so ein Blockchain, ein Blockchain-Use Case, in dem wir sehr stark unterwegs sind. Wir sind aber auch mit anderen, wie zum Beispiel SAP, unterwegs im Bereich Food Safety oder aber auch im Bereich Finance, Entwicklung neuer Finanzprodukte basierend auf Blockchain-Technologie. Also wir als Cassinis haben da schon einige Projekte selber, aber wissen auch um viele andere Projekte, die Kollegen in der Durchführung sind. Engagieren Sie sich auch im Blockchain-Bundesverband oder im Blockchain-Landesverband in RW? Ja, also wir halten sehr engen Kontakte auch zu der Landesregierung NRW, die sehr stark in das Thema Blockchain investiert, dadurch, dass sie das Reallabor als auch das European Institute for Blockchain Technology an der Uni Dortmund beim Fraunhofer Institut gegründet haben. Also wir sind auch auf diesen Ebenen, auf diesen eher institutionellen Ebenen unterwegs. Ich habe eine übersprungen gerade. Auf wen ist die Schlussfolgerung, dass sich 80% der Prozesskosten einsparen lassen, bei der Blockchain zurückzuführen? War das Herr Nakamoto? Nein, das war der Chief Technical Officer der Citibank, also der weltgrößten Handelsbank. Der hat das prognostiziert. Dessen Namen ich jetzt nicht weiß, aber ich liefere gerne das Zitat und die Quelle nach.
Haben Sie in Ihren Projekten eine Lösung mit Nutzung von Smart Contracts umgesetzt und implementiert, die anstelle der bisherigen Prozesse aktiv im Einsatz sind? Ja, also das, was ich gerade gezeigt habe, ist ja nur eine sehr vereinfachte Art und Weise des Smart Contracts. Ein Smart Contract prüft ja immer eine Wenn-Dann-Beziehung. Und das wird ja dann im Laufe einer gesamtdigitalen Lösung sehr komplex. Das heißt also, es ist ein sehr komplexes Regelwerk, was über Smart Contracts abgebildet werden kann. Und das haben wir in den, jetzt nicht in allen Projekten, aber in einigen Projekten haben wir da schon umgesetzt. Vertrauenswürdig sehen Sie Blockchain as a Service von zentralen Anbietern wie zum Beispiel SAP, Microsoft oder Ähnlichem, da eine Blockchain ja dezentral aufgebaut ist? Also ich denke schon, dass die Kollegen, die zum Beispiel bei SAP Blockchain as a Service anbieten, dort auch sauber gearbeitet haben. Aber es ist ja nicht nur, dass dort die Blockchain richtig aufgesetzt wurde, sondern auch, dass die Blockchain-Protokolle, ob es jetzt Hyperledger oder Ethereum oder IOTA, wer auch immer dort dann genutzt wird, dass auch dieses sauber umgesetzt wird. Und auch da haben wir mit unserer Schwester, mit der Aleri, Leute im Haus, also eigene Experten, die sich in der Programmierung und Umsetzung von Blockchain-Technologie auskennen. Der Pharma-Use-Case ist das Ergänzen zu Track-and-Trace mit Identifiern auf dem Produkt- und bzw. Verpackungseinheit? Ja, das ist, das geht auf der einen Seite nach dem, nach dem europäischen Regeln, aber insbesondere zielt der Pharmahersteller auf den Supply Chain Security Act in den USA, um dort die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Lieferketten zu gewährleisten. Ja. Gibt es schon konkrete Lösungen, die über den Piloten hinausgehen? Die allermeisten Lösungen sind noch in der Pilot- oder Testphase. Eigentlich sollte dieses Jahr die ersten Produkte auf dem Markt. Ich weiß zum Beispiel, dass SAP ein Produkt auf dem Markt hat zum Track and Trace von Lebensmitteln, das aber auch, glaube ich, sehr schnell adaptiert werden kann für Track and Trace in anderen Bereichen. Ja, also es gibt da durchaus Lösungen, die auch schon in der kommerziellen Anwendung sind. Ja. Und ansonsten auf dem chinesischen Markt gibt es da zu viel, viel mehr. Aber Sine, vielleicht auch noch mal eine Frage an dich. Jetzt waren da so viele Blockchain-Fragen. Mal eine Frage an dich. Du hattest das in deinen einleitenden Worten so ein bisschen abwertend gesagt. Cloud ist ja schon ein alter Hut. Aber Cloud entwickelt sich ja auch immer weiter. Und was heute über Cloud-Technologie möglich ist, war ja vor einigen Jahren noch nicht möglich. Gibt es da auch neue Entwicklungen, wo du sagen kannst, ja, das ist super spannend und da wird sich in den nächsten Jahren auch noch einiges bewegen? Ja, ich glaube, die Kombination mit den ganzen anderen Digitalisierungsthemen, das wird sehr spannend. Also gerade wenn man sowas wie Blockchain und Cloud-Speicherung, also das ja, mit dezentralen Speichern quasi kombiniert. Aber an sich ist, ja, entwickelt sich Cloud auch weiter im Sinne von, dass Cloud nicht mehr auch alleinig als als zentraler Leitgedanke verwendet wird, sondern halt auch sehr, sehr stark so die Brücke schafft von zentral auf dezentral. Da gibt es ja dann auch gerade in der im Vernetzungsgedanken sehr viel, wo es dann Richtung Edge Computing geht, um dann auch stärker an irgendwelche IoT-Devices ranzukommen und die Datenverarbeitung nicht mehr nur zentral zu machen. Aber der Gedanke dieser zentralen Steuerung, der bleibt natürlich. Und das in Kombination mit den neuen Digitalisierungsthemen, das wird spannend. Ja, also wir sind auch gerade in einem Projekt mit dabei, da geht es um digitale Identitäten auf der Blockchain, wo dann die Keys, also die Schlüssel der Wallet in der Cloud geparkt werden, sodass, wenn man sozusagen sein Smartphone oder seinen Zugang, seinen digitalen Zugang verliert, nicht automatisch von all seinen Daten oder von seinem Bitcoin-Konto abgeschnitten ist, sondern dort immer noch über die Cloud einen sogenannten letztendlichen Zugriff sicherstellen kann. Das heißt also, das, was wir haben, ist, wie wir schon gerade gesagt haben, kein Entweder-Oder. Es kommt auf die Architektur an, beide Welten intelligent zusammenzubringen.
Genau, dazu ist jetzt eine Frage noch reingetrudelt, wozu benötige ich denn zukünftig noch die Cloud? Genau das ist es. Also es gibt Anwendungsfälle, dafür ist das eine effizienter und es gibt andere Anwendungsfälle, dafür ist das andere effizienter, beziehungsweise die Kombination voneinander. Man wird kaum eine große Datenhaltung auf dezentralen, mehrfach duplizierten Blockchain-Peers haben. Das wäre viel zu ineffizient, würde zu viel Speicher, aber auch Verarbeitungspower benötigen. Also da ist die intelligente Kombination von beiden Themen relevant und es ist einfach immer anwendungsfallabhängig. Ja, zum Beispiel, ich nenne einfach mal, ich habe jetzt einen Abschluss eines Universitätszeugnisses. Also jemand ist Doktor und dem seine Urkunde wird sozusagen jetzt in die Blockchain hinterlegt, dann würde ich ja nicht die gesamte Urkunde in die Blockchain hinterlegen, sondern nur den kryptografischen Schlüssel, der dann beweisen kann, dass das Dokument echt ist. Ja, also das heißt also auch hier findet genau diese Kombination zwischen Cloud und der Sicherstellung, dass es das echte Dokument ist, über die Kryptografie in der Blockchain statt. Also es kommt wirklich darauf an, dass man sich den Use Case ansieht, das Anforderungen schaut, welche Daten kann ich zentral vielleicht in einer Cloud speichern und wie kann ich zum Beispiel eben über die Blockchain-Kryptografie bestimmte Dinge sicherstellen. Und das ist eben genau diese Kombination, die extrem wichtig ist. Also es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt nur ein beides synergetisch zu nutzen, um da intelligente Lösungen zu schaffen. Ja, Sine, die Zeit ist um. Wollen wir vielleicht noch einmal kurz auf unser gemeinsames Bild werfen? Was haben wir denn da an Feedbacks bekommen? Genau, der zentral in der Mitte jemand, der offensichtlich sich schon ganz recht gut auskannte in dem Bereich. Ist natürlich schwierig in der kurzen Zeit sehr in die Tiefe abzutauchen. Deshalb wird es natürlich immer Teilnehmer geben, für die es mehr oder weniger Input für sich selbst war. Ich glaube aber sehr viel Fokus auf, dass das einen guten Überblick gegeben hat, Anreize gegeben hat zu, wie sehen denn Use Cases aus. Und eine gute Abwägung zwischen Vorteilen, Nachteilen, Transparenz, die wir geschaffen haben. Ja, ich glaube, das war ja auch unser Ziel heute. Wir können jetzt natürlich nicht in 45 Minuten hier in aller Gänze und aller Tiefe hineingehen. Ich hoffe, wir konnten Sie auf jeden Fall ein wenig mit auf unsere Reise nehmen, auf die Blockchain-Cloud-Reise, beziehungsweise Ihnen dort Informationen geben, die Sie für wertvoll erachten und die Sie in Ihrem weiteren Denken, in Ihrer weiteren Ausgestaltung von IoT-Systemen mitnehmen. Wie versprochen, wir werden Ihnen die Präsentation als auch einen Link für das Video zuschicken. Und ja, wir würden uns freuen, wenn wir auch im Nachgang mit Ihnen noch in Kontakt und in Austausch bleiben. Ja, Stine, dann erstmal vielen Dank an dich, dass du mit mir zusammen heute das Webinar gemacht hast. Hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht und ich hoffe, das hat auch Spaß unseren Zuhörern gemacht. Das fand ich auch. Vielen Dank, Ulrich. Und und dann vielen danke Dank an die tollen Fragen. War ein schöner Austausch. Ja, denke ich auch. Also vielen Dank und Ihnen noch allen einen schönen Feierabend. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Dankeschön.